Hallöchen, ich bin der Fred. Und ich bin Julian. Ich muss mir so langsam mal was Neues einfallen lassen, die ganze Zeit so Hallo zu machen, das ist ja... Ich meine, das ist akkurat, aber... Ah! Ich wurde von Samurai Robocat gerammt. Oh, ich räche dich. Das ist nett, dankeschön. Ja, mit der Sirene loswerden. Das ist wie bei den Simpsons, wo Lou und Eddie im Polizeiauto sitzen. Irgendwas passiert. Ich glaube, Snake fährt vorbei und Lou sagt, lass uns rollen. Ich habe ihn gerammt. Ich dränge ihn ab. Oh, ist das herrlich. Okay, ich suche schon mal den Weg zum nächsten Meisterschaftsrennen raus. Ich kann nicht so gut lenken, wenn ich die ganze Zeit hupe. Das macht fast gar nichts. Ah, Bäume. Baum, ich habe verloren. Ich bin tot. Ich mache mal eine Schnellreise. Okay. Unsere nächsten Meisterschaftsrennen sind nämlich weit, weit weg im Norden. So, Meisterschaft fortsetzen, bitte sehr. Hier, ich kann aber ganz kurz... Ich habe so langsam genug von diesem Fredmobil hier. Hä? ABS ist an. ABS ist an, das ist ja Quatsch. Lenkung normal, Traktionskontrolle aus, Stabilitätskontrolle aus. Also ich habe jetzt ABS auch ausgemacht. ABS war gerade an. Ja. Ja gut, ABS ist ja eigentlich bei den meisten Autos hier tatsächlich von Werk ab verbaut. Na gut, aber Traktionskontrolle. Ja, ich habe das auch gerade verwechselt mit der unterstützten. Die unterstützte Bremse. Das ja, ist ja. Natürlich. Nee, ich hatte nur ABS an, aber ich dachte, das wäre schon die Unterstützung. Aber es war nur ABS. Ich habe mich gerade vertan. Na, dann aber die Leute, die meine Folge gucken, die sehen das ja. Die Profis. Ich weiß ja jetzt, dass ein Hulden ist. Aktuelles Auto. Ja. Weißt du, wie das klang bei mir? Nee. Ich weiß ja jetzt, was ein Hoden ist. Das klang so total fröhlich. Hui. Was, redet bei dir der Sprecher auch gerade irgendwas? Nee. Weil die reden ja über den Forzaton. Achso, Forzaton ist ja noch, stimmt. Ja. Oh. Und dann kommt aber ein neuer, oder nicht? Ist da nicht eine Woche wieder Pause? Ist immer nur eine Woche Forzaton, eine Woche Pause, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts. Oh, guck mal, die fahren hier mit 849. Julian, was hast du dir dabei gedacht? Ah. Ach, du fährst mit 808? Ich fahre mit 808. Ah, das ist ja frech. Jetzt muss ich schon wieder Alt-Tab drücken. Hast du das Problem auch, dass du Alt-Tab drücken musst, damit es weitergeht? Das hatte ich, aber jetzt schon lange nicht mehr. Hm, komisch. Ich hab's jetzt irgendwie die ganze Zeit wieder. Ich bin ja total untermotorisiert jetzt. Ja, aber ich muss mal ein paar Punkte holen. Deswegen fahre ich jetzt hier das, Ja, aber ich muss mal gewinnen. Au. Kannst du nicht einmal nett zu mir sein? Nein. Ja, doch. Ah! Ich der fährt hier mit einem... Gibt's für mein Auto eigentlich auch eine Lenkung? Weil gerade fühlt es sich nicht so an. Ach, ich glaube, ich habe den total vertuned. Da war irgendwas. Auf jeden Fall habe ich ein schönes Fredmobil. Also das kann mir wirklich niemand nehmen, dass mein Auto das Schönste hier ist. Ah. Lässt sich halt auch wieder ein bisschen schwer fahren. Vor allem gleich hier auf dem Dreck. Ich glaube, bei mir du bist ist letzter, Dreck, Julian. Ist total egal. Ah. Weil ich bremsen muss. Da, 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 da. Oh. Ja gut, ich bremse, aber die Bremse greift nicht so richtig. Das ist ein schönes Rennen. Hui, habe ich den Checkpoint gekriegt? Ich habe den Checkpoint nicht gekriegt. Ah! Ich wollte dran vorbeifahren. Das ist übel. Das heißt, ich bin gleich nicht mehr Letzter. Obwohl doch, ich bin auch Letzter. Du bist vor mir gespawnt. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Menno. Ich hab halt in der Kurve ein paar Autos überholt. Ein oder zwei, ich war mir nicht sicher.
und bin dafür, um das zu tun, ganz knapp gefahren und habe den Checkpoint halt knapp verpasst. Ja, das sollte man nicht machen, wenn man nicht zurückspulen kann. Das ist gemein, dieses Bemessen, ob man den Checkpoint bekommen hat oder nicht. Das, also selbst die Spiegel, die gelten da manchmal nicht als Trefferzone, als Hitbox. Ja, aber vor allem sollte man das Risiko nicht eingehen, wenn man nicht zurückspulen kann. Richtig. Und da sind halt die Online-Rennen hier oder die Multiplayer-Sachen echt sehr berüchtigt dafür. Au! Ich hole wieder auf. Ich auch. Nee, war gelogen. Aber nee, ich kann noch was reißen. Da ist noch alles drin. Siehst du uns noch? Letzte Runde. Ja, ich habe euch gerade über mich hinwegfahren sehen. Ui! Ich habe Plätze gut gemacht, Julian. Oh wow, aber richtig, richtig gut. 3 Plätze aufgeholt. Jetzt fahrt ihr gerade unter mir. Oh, lenkt doch. Ich lenk voll ein. Das Auto macht nicht, was ich sage. Auto, explodieren. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen leise. Mach's gleich doch nochmal einen Tacken lauter. Und die Musik nur leiser, weil den Motorsound möchte man ja schon haben. Ne? Bei mir nicht. Mein Motorsound will keiner hören. Kommst du noch in 20 Sekunden ins Ziel? Bam. Ui. Ja. Ich möchte sterben. Ich bin Sechster geworden oder ist das die Gesamtmeisterschaft? Das ist die Gesamtwertung. Ah. Also um aufs Treppchen zu kommen, musst du jetzt noch ein bisschen was reißen im letzten Rennen, mein Freund. Mm-hmm. Wenn du bei dem Auto bleibst, dann baue ich noch ein bisschen Turbo ein oder so. Das kann man durchaus machen. Oder aber ich wähle ein anderes Fredmobil. Aber ich muss auf jeden Fall bei einem Fredmobil bleiben. Oh, Stufe 191. Fred, drück mir die Daumen. Oh, 40.000 Credits. Ich hab dir auch nicht die Daumen gedrückt. Daran wird's gelegen haben. Das heißt, du hast mir in meinen bisherigen Folgen auch noch nie die Daumen gedrückt. Du bist doch echt ein Sauhund. Ja, das war ja immer schon zu spät. Also, das ist ja eine sogenannte Aufnahme. Ja, aber du musst mir doch quasi präventiv die Daumen drücken. Oder prätentiös oder was auch immer da das Fremdwort dafür ist. Ich baue einen Kompressor rein. Drück mir am besten jetzt schon mal die Daumen für die Folge, die im April 2018 rauskommt. Mach ich nicht. So, hier ein bisschen Hubraum noch. Mein Auto schaukelt. So, ich bin jetzt bei 801. Dann bin ich ungefähr auf deinem Niveau, ne? Ja. Nur halt, dass mein Auto deutlich besser zu kontrollieren ist. Das stimmt. So. Sekunde. Wird gespeichert. So. Dann muss ich nochmal ganz kurz die Lautstärke ein bisschen anpassen, damit man die Autos auch hört. I have made a poopy. La 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 la. So, mach ich mal so und dann machen wir. Was soll denn ich die reden, Groove-Lautstärke? Damit du die passend einstellen kannst? Nee, ich höre ja das sowieso jetzt nicht. Ach so, Radio und Groove ist nochmal was anderes. So. So, jetzt sollte das passen. Gleich bin ich da. Nur noch 1,2 Kilometer, also noch ungefähr 4 Minuten, bis ich da bin. Ups, das wollte ich nicht. Machen wir mal so. Ich glaube, das haut hin. Oh, wir fahren übrigens eine Crossstrecke als nächstes. Eine Crossstrecke? Ja. Das macht Sinn. Gruppenzielort, 1,8 Kilometer. Oh, jetzt habe ich aber auch richtig Power wieder hier unter der Haube. Hui, 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 hui. Ich kann ja schon mal hier Meisterschaft fortsetzen drücken und schauen, was hatte ich denn noch für ein weiteres Fredmobil?
Ich habe hier übrigens ein Allrad eingebaut, extra für die für, ne? Für mögliche Offroad-Sachen. Mein Lieblings-Fred-Mobil. So, ich bin da. Ich wäre auch gerade da gewesen. Ich habe schon gestartet. Das heißt, gleich kann es losgehen. Ich habe den Isetta, den habe ich auch. Bronze. Gab's den Isetta? Ist der Isetta ein Scheunenfund? Ja. Ja, ich glaube ja. Dann, deswegen habe ich den auch. So. Ich meine, freiwillig kauft sich sowas keiner. Außer vielleicht als Scherz. Ja, oder vor 100 Jahren. Das stimmt. Ich glaube, damals war das wirklich sehr beliebt, so ein Dingelchen. Ja, ich glaube, mein Opa hatte einen. 100 Punkte für alle geschlagenen Driver-Tare kriegen wir. Das ist kein Problem. Welche Stufen haben wir jetzt hier eigentlich? Also ich bin jetzt auf, ich glaube, 914. Ach du, warum sagst du das denn nicht? Ich tune ja extra auf 800 hoch, damit ich mithalten kann. Und dann macht er nochmal 100 mehr. Was? Das war aber auch wirklich nur, weil ich einfach das nächste Fredmobil ausgewählt habe. Und das kann ich tatsächlich sogar kontrollieren. Okay, da halbwegs. Ich möchte meine Aussage revidieren. Ist aber interessant, so ein schweres Auto mit einem Lamborghini-Motor drin. Okay. Jack Brown ist vorne, der kriegt gleich eins auf die Mütze. Ich weiß nicht, was du fährst. Was fährst du denn? Ich fahre mein Lieblings-Fredmobil. Der Bus oder was? Ja. Oder der, ist das der? Der Pre-Candy-Bus. Der A-Team-Wagen. Ja, jein, so ähnlich. Dieser GMC Honduras oder wie der heißt. Boah, ich fahre mir hier einen Dreck zurecht. Ah! Wo bist du denn? Du bist auf Platz 6, das geht doch noch. Ja, ich habe gerade einen Platz verloren. War gerade schon auf Platz 5. Ach so. Ja, dann streng dich mal an. Kann ja nicht sein, dass ich hier Bestzeiten vorgebe und du nur hinterherhängst. So läuft das nicht, mein Freund. Los, nicht die Checkpoints verpassen. Oh. Sollte ich vielleicht auch mal ein anderes Auto nehmen dann gleich? Kannst du gerne machen. Aber die Meisterschaft ist nach diesem Rennen vorbei. So. Also ich habe, glaube ich, auch noch so einen goldenen Rolls-Royce. Obwohl, nee, den habe ich, glaube ich, wieder umlackiert. Ich habe keine Ahnung. Verdammt, ich wurde kassiert. Ah! Ah! Ich werde von einem Mustang überholt. Ist das ein Mustang? Ich habe keine Ahnung. Was muss das Mustang? Au. So mit Ideallinie habe ich es heute nicht so. Merke ich schon. Ah, den Lambo, den hole ich ein. Damit meinst du aber wirklich einen Lambo, oder? Nicht mich. Ich meine wirklich einen Lambo. Ich fahre ja einen Pseudo-Lambo. Oh nein! Nein! Ich habe den Lambo eingeholt. Ich habe mich überschlagen und den Checkpoint gleichzeitig verpasst. Oh Mann. Ich war Erster. Hallo. Hi. Jetzt bin ich 6. Ah, hier sind so viele Sachen im Weg. Ziellinie! Nein! Alles. Ich hab's doch gesehen, wie du ihn abgedrängt hast. Aber ich bin vor dem Aventador angekommen. Und guck mal, was wir für Punkte kassiert haben. 1300. Ja, guck doch mal an hier. Ich hab 11 Punkte. Du bist letzter, Julian. Du hast verloren, du bist tot. Gib auf. Aber leg dich hin. Mach einfach nichts mehr, einfach nur noch sterben. Alles, was du jetzt noch kannst, ist sterben. Leg dich hin, mach nichts mehr, oder was? Und sterben. Oh Mann, gibt das viele EP.
Hui! 92. Ich bin Stufe. Sind die Stufen eigentlich alle gleich? Also äquidistant? Ich glaube ja, alle 20.000 Punkte dürfte es sein. Oh, ich kriege einen Lexus LFA. Oh, der ist nice. Zeig mal dein Auto bitte. Das muss ich mir nochmal angucken. Ach, du musst meine rechte Seite angucken, die ist schöner. Die linke ist falsch geschrieben. Nein! Falsche Seite! Pöck! Poink. Oh, warte mal! Warte mal, Julian! Ich warte. Was warte ich denn? Warte, bleib mal so stehen. So? Ja, warte. Haben wir noch Zeit in der Folge? Ja, wir haben noch Zeit. Fahr mal ein bisschen. Fahr mal die Straße entlang. Relativ langsam? Hier. Au. Oh. Jetzt willst du aber sehen, wo der Bartel den Most holt. Oh, hi. Excuse me, this is not how you drive. Ist hier nicht die Ziellinie irgendwo? Ja, irgendwie geradeaus dürfte es sein. Ui! Kommt ein Free Candy-Bus geflogen, setz dich nieder auf deinen Fuß. Auto, Baum! Oh, ich nehme die Bäume einfach mit. Mein Handy ist stärker wie dein Fax. Hier fliegt ein Baum rum, aber der flog wirklich. Also. So mit Flügelschlag. Oh nein! Oh, fast überschlagen. Ich kann das noch gewinnen. Ich bin schnell, wenn ich nur mal auf Touren komme. Ah, nein! Heuballen! Ah, warum sind denn hier so viele Baum? Wer hat denn die Botanik hier hingepflanzt? Das war bestimmt Gott höchst selbst. Oh nein! Ah, Baum, Bäume. Au. Hui. Ich krieg dich noch. Pass nur auf, ich hol dich noch. Du überschlägst dich jetzt, fährst gegen einen Baum. Und dann kassiere ich dich noch. Alter, was ist denn hier? Es sind Flüsse und Bäume. Oh ja. Oh. Gewonnen. Was knapp? Ich weiß nicht, wo du warst. Ich war quasi schon direkt fast hinter dir. Ungefähr 4 Kilometer. Aua. Ich kassiere gerade meine Punkte. Oh, jetzt bin ich sogar stärker. Mit meinem 10 Liter V12. Aber so ganz korrekt synchron ist das nicht hier mit der Autodarstellung, ne? Meinst du? Ja, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass du manchmal so ein bisschen zuppelst. Na, dann solltest du deine Firewall vielleicht noch eine Stufe höher stellen. Dann läuft es bestimmt besser. ja. Haben wir noch Zeit? Was machen wir denn jetzt noch? Das ist eine gute Frage. Wir haben noch jede Menge Zeit. Also wir sind bei 18... Oh, hi! Ich hab dich mal begattet. Oh, jetzt bist du in mir drin. Oh. Oh. Komm, den schieben wir zusammen. So, weg. Also wir sind bei 19 Minuten. Wir haben noch jede Menge Zeit. Das heißt, wir könnten noch... Hallo? Du fliegst! Du fliegst! Was tust du da? Warum fliegst du? Mein Spiel ist abgestürzt. Fred Vorlaut hat die Sitzung verlassen. Och Mann. Oh. Aber das sah so geil aus. Du bist einfach geradeaus weitergefahren und dann irgendwann gegen die Straße runter. Und du bist einfach nur auf derselben Höhe weitergeflogen. Ja, sehr schön. Oh. That's how I roll. Oh, ich könnte weinen vor Lachen. So, warte mal, ich starte das Spiel einfach mal eben neu. Obwohl, dann ist wahrscheinlich auch die Folge vorbei, ne? Ja, die Folge ist sowieso eigentlich... Also, normalerweise mache ich ja die Folgen immer ganz gerne so 25 Minuten lang. Aber ich glaube,
unter solchen Umständen können wir mal ein bisschen was verkürzen. Das wäre es dann also gewesen. Nein, ach fuck. Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich habe nur vergessen, auf Vollbild zu stellen. Ach so. So, muss ich nochmal hier. Also das wäre es dann gewesen mit den Fred-Vorlaut-Mobilen, würde ich sagen. Das heißt, in der nächsten Folge geht es weiter mit, wir nennen es normale Autos. Ja. Ne? Da ja. Stimmst du mir doch ja, ja, zu. Wir nennen es normal. Wieso nennen wir das nur so? Also es sind normale Autos. Ja, es sind normale Autos. Wunderschön. Dann sehen wir uns einfach normale in der nächsten Autos. Folge von Forza Horizon 3 wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt eure Kommentare an Fred Vorlaut gerne in meine Kommentare. Der Fred, der braucht keine. Ich brauche keine Kommentare. Siehste, habe ich doch gesagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe schon genug. Ich habe selber welche. Bis dann und macht's gut. Tschüss.